Bei mir begrüßen darf ich Cheftrainer Thomas Hilleberger und Mittelfeldakteur Pro Blume. Coach, im Vorfeld wurde über eine sehr intensive Partie am Verteilerkreis gesprochen. Dein Statement zum Spiel bitte. Ja, ich glaube, die haben wir auch gesehen. Es war wieder einmal richtig lässig, vor Zuschauerkulisse zu spielen, auch wenn sie uns halt schumpfen haben. Aber das gehört dazu, auswärts bei der Wiener Austria. Ich glaube, wir haben ein intensives Match gesehen von beiden Seiten und am Ende des Tages müssen beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben. Wir haben die Austria stark gemacht in zwei, drei haarsträubenden Aktionen. Gipfelt ist das dann im 1-1-Ausgleich, der was passiert ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf meine Mannschaft schaue, wir haben gesehen, dass wir noch extrem viel Arbeit haben. Weil wir, bei uns gibt es 15 neue zu integrieren und wir werden das bestmöglich nutzen bis zur ersten Länderspielpause, sprich Spieltag 6. Und deswegen kann ich mit dem Punkt heute gut leben. Heute war es vielleicht ein bisschen ein glücklicher Punkt. Letzte Woche gegen die Admira hat uns die Admira mit der letzten Aktion zwei Punkte geklaut. Ja, zwei Spiele, zwei Unentschieden. Ich glaube, wir sind auf einem vernünftigen Weg aus Sicht der WSG Tirol. Pro, your first game here in Austria and what a crazy game it was. Your statement, please. Yeah, it was nice to finally play. I missed almost the whole preseason, unfortunately. But yeah. So of course it took me a little while to just find my feet on the pitch. But I felt like in the second half it was much more fluent for me. And in the first half, I actually also felt pretty good. It was just more in the head. And in the second half, a little bit more loose. I feel like. Unfortunately, we don't create enough big chances today, but I'm pretty sure we'll come when we get back to the training ground and look at the films to see what we can improve, and then we'll take it from there. Eure Fragen bitte. Ich hab's noch. Versuchen wir es wertfrei zu sehen. Ich habe es heute noch nicht gesehen. Ich muss sagen, ich hoffe, alle Entscheidungen vom VAR waren richtig. Ich hoffe es. Weil war klar. Abseits war auch klar und dann hat es eh gepasst. Also, gestern war es ja teilweise kurios, was da passiert ist. Und ja, geben wir ja den ganzen Zeit. Ich kann eh nur appellieren, das Ganze. Aber was mich massiv stört, ist Spieler permanent weil gesudert und kraunzt. Es wird eh alles angeschaut. Jedes Tor wird angeschaut, jede Karten wird angeschaut wegen der Heftigkeit. Und warum müssen die Spieler da permanent intervenieren? Das verstehe ich nicht. Meine Mannschaft gleich wie die Wiener Austria. Es wird eh alles angeschaut im Kammerl, was entscheidend ist. Ob dann die Entscheidung richtig ist oder nicht. Aber ich brauche ja nicht immer kritisieren und so weiter, wie bei einem Elfmeter. Klar, es waren glaube ich, gefühlt 150 Sekunden bis zum Elfmeter. 150 Sekunden, aber was muss ich dann als Spieler das kritisieren? Wenn der ein Dings kriegt, du nächste Unterbrechung, gibt es eine VAR-Intervention. Verstehe ich nicht. Es wird alles angeschaut, es wird hoffentlich alles gut entschieden und geben wir den VAR Zeit, weil wenn wir jetzt totschreiben oder tot machen, Trainer, Spieler, Medien, dann haben wir ein richtiges Problem in Österreich. Ich wurde jetzt aufgeklärt, dass das natürlich eine Szene ist, die nicht für den Videoschiri ist. Also kennst du die ehrlich gesagt nicht aus? Das ist richtig, das ist nicht Szene, Video, beziehungsweise er kann dann eingreifen, wenn die Heftigkeit zu groß war. Wenn er sagt, du, der Fischer ist Speckheimer, ich habe es nicht gesehen, Fischer ist Speckheimer, es könnte eine rote Karte sein, dann greift er ein, ansonsten nicht, weil das eine normale Szene ist. Ja, aber dann muss dann Oswald seinen Fuß anschauen, der ist von Knie bis zum Knie auf wie blau, der kann drei Wochen nicht spielen. Da kann man diskutieren. Heftigkeit des Falls heißt es. Oder Heftigkeit der Intervention. Schwierig, ein ganz schwieriges Thema. Bitte. Thomas, ich habe zwei Fragen. Zuerst einmal Glückwunsch zum Punkt. Die erste hast du mir schon zum Teil weggenommen. Wie geht es deinem Torhüter? Wie geht es im Ausfall? Und die zweite Frage ist zum VAR. Wie schaut da die Kommunikation aus? Seid euch da der Vierte? Er schaut sich das an oder... Seid ihr dann auch diejenigen, die so wie wir im Stadion dann über Einblendung sehen, jetzt ist was? Also zur ersten Frage, der Oswald, wie ich bereits erwähnt habe,
Der wird morgen zur Abklärung ins Krankenhaus müssen. Er hat ihn definitiv getroffen. Das ist eine Szene, die kann immer wieder passieren. Der Oswald ist mit Sicherheit verletzt. Das steht jetzt schon mal fest. Ich hoffe, dass nichts im Bandapparat ist. Fakt ist, der Fuß ist tiefblau im Knöchelbereich und dann ist definitiv eine Einblutung und definitiv eine Verletzung. Und zum Thema VAR, die Intervention mit dem vierten Offiziellen habe ich jetzt da noch nie darüber diskutiert. Ich kriege es eigentlich mit, wenn der Schiedsrichter da aufgreift, dann denke ich mir, jetzt wird er eingreifen. Ansonsten sehe ich gerne die Videoleinwand und ja, und lasse das über mich ergehen. Und dann noch eine Frage zum Spiel, du hast es angesprochen, es war ein intensiver Teil, auch mit Stimmung. Inwieweit hat sich die Rückkehr der Zuschauer deiner Meinung nach auf das Spiel generell ausgewirkt? Weil man hat das Gefühl, jetzt ist wieder alles in Anführungszeichen relativ normal. Ja, ich muss sagen, ich habe es genossen, die Stimmung, dass endlich wieder die Zuschauer da sind. Und ich glaube schon, dass die Zuschauer den Beitrag heute geleistet haben, dass die Wiener Austria top zurückgekommen ist. Weil ich glaube schon, dass da aufgrund der Intervention von den Fans hat die Austria die zweite Luft gekriegt. Weil es hat Phasen gegeben ab der 60. wo ich der Meinung war, jetzt, wenn wir das zweite machen, weil da waren wir sehr, sehr gut im Spiel, da haben wir viele Aktionen im Mittelfeld direkt gelöst, da hätte man zielstrebiger fürs Tor kommen müssen sollen und vielleicht 2-0 machen, aber die Zuschauer haben es toll zurückgeholt und dann wird die VAR-Entscheidung wo Ausgleich, wo er auf Abseits, da wo er dann eh auch mit 6.000 der Toll hat. Aber eine coole Stimmung. Wünsche ich mir am Tivoli auch mal. Bitte. An den Spieler, ja. Kannst du das übersetzen? Ja. Ich hätte erwartet, dass die Wiener Austria zurückfällt in der zweiten Halbzeit, weil sie das Europacup-Spiel hatten. Ja. Und warum sind eigentlich die Innsbrucker, die Wartener zurückgefallen? Und die Austria, man hat das Gefühl, wenn es nur ein bisschen länger gegangen war, ja, war das 2-1 für die Wiener Austria gefallen. War das fehlende Selbstvertrauen oder die Angst vor der eigenen Courage, wenn man so schön sagt, dass man da Punkte entführt? Ja. It was one point at the game where Austria got better, and because they played also in Breiterblick, what was it like? Was it? Can you tell us what was the point that they came that strong back, and we were on the loss way? Yeah. Well, I think. In the second half, we didn't play with the ball as much as we did in the first half. We were not calm enough, and we lost too many balls in stupid areas. And also, they were better at maintaining attacks. So, of course, when that happens over a longer period in a half, of course, the balance of the game will switch a little bit. What? Bitte. Ich glaube, wir sind alle miteinander ausbaufähig, die ganze Mannschaft. Wie gesagt, wir haben 15 zu integrieren. Giacomo Frioni habe ich in der Vorbereitung schon besser gesehen, aber er hat dann das gemacht, wofür er da ist. Ein Elfmeter unter Druck reinhauen, eiskalt, das hat er gemacht. Und Brauer, glaube ich, hat vor allem dann in der zweiten Halbzeit eine richtig starke Leistung geboten. Und man hat, glaube ich, gesehen, dass dieser Spieler knapp 200 Spiele in der dänischen ersten Liga bereits absolviert hat und wird mit Sicherheit eine tragende Rolle in den nächsten Wochen und Monaten bei uns einnehmen. Ich glaube schon, also ich muss auch erst mit den Spielern selber reden. Fakt ist, der Benni, wo glaube ich, der Osegovic war ein bisschen übermotiviert, nervös, das kommt halt dann alles dazu. Wenn er da ruhig geblieben wäre, dann wären wir jetzt als Sieger vom Platz gegangen, aber ja, das sind halt dann Situationen, der wird ins eiskalte Wasser geworfen, ist der Torhüter Nummer 2 und spielt dann gleich hinter dem Austria-Sektor im Tor. Das sind alles Situationen, da sieht man erst, wie groß der Druck auf einen Spitzensportler ist, wenn er dann tatsächlich liefern muss. Aber ich habe es jetzt in der Kabine auch gesagt, der Benni hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er geht in ein Loch und vergrabt sich da drin, oder er sagt zur Mannschaft, Freunde, nächsten Sonntag gegen LASK, rette euch die Punkte. Meine Herren, danke. Danke, Männer.